Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Pimp My Playmobil. Wir werden heute gemeinsam einen Mini-Roulette-Tisch bauen, weil unser Opa Herbert muss ja Geld verdienen, da er den Presslufthammer kaputt gemacht hat und er wird sich hier im illegalen Glücksspiel versuchen. Ja, und ich zeige euch jetzt einmal, was wir benötigen, um das zu basteln. Also wir benötigen für unseren Mini-Roulette-Tisch ein Blatt Buntpapier. Ich habe das hier in Grau gewählt, weil wir es ja nachher bemalen wollen. Also ihr könnt natürlich auch Grün, Rot, was auch immer nehmen, aber das wird halt nachher schwer zu bemalen sein. Kann natürlich auch weiß sein, ein bisschen ein stärkeres Papier. Dann einen Bleistift, eine Schere, Lineal, Buntstifte. Dann habe ich hier den Deckel einer kleinen Geschenksverpackung. Die gibt es im Bastelbedarf, das sind so Karton. Geschenksverpackungen, die man hier selbst bemalen kann. Die gibt es in verschiedenen Formen. Dann habe ich hier noch einen Mini-Terrakotta-Topf für unseren mittleren Kreis. Muss ich hier was ausschneiden. Ja, und nicht zu vergessen ein Stanley-Messer, weil wir von diesem Karton hier den Rand abschneiden müssen und das wird mit der Schere schwer gehen. Ich werde jetzt als erstes versuchen, mit meinem Stanley-Messer den Rand vom Karton abzuschneiden, damit wir eine gerade Roulette-Scheibe erhalten. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Ein bisschen einen Rand habe ich gelassen, weil sonst wird der Karton wird uns zu viel zerschnitten werden. Ich werde jetzt mit diesem Karton auf meinem Buntpapier, also ich werde ihn einfach auflegen und den Karton nachfahren, damit wir dann eben die Vorlage haben zum Bekleben. Ja, so schaut der Kreis aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Mir scheint hier ein bisschen Sonne rein. Ich werde diesen Kreis jetzt ausschneiden, werde aber etwas innen an der Linie schneiden, also nicht genau auf der Linie, weil die Vorlage ja ein bisschen kleiner sein soll als der Karton selbst. Ja, das schaut einmal nicht so schlecht aus. Bisschen schief geworden, aber macht nichts. Was wir natürlich noch brauchen, was ich am Anfang vergessen habe, ist ein Alleskleber, damit wir jetzt eben dieses Papier auf den Karton kleben können. So, nachdem das gemacht ist, nehme ich meinen Mini-Terrakotta-Topf, wobei da kann man natürlich alles andere auch nehmen. Ich habe ihm das jetzt da gleich zur Hand gehabt. Der hat in der Mitte ein kleines Loch, wo Wasser ablaufen kann, wenn man die Pflanzen einsetzt. Das setze ich jetzt an meiner Roulette-Scheibe mittig an. So, Augenmaß würde ich nur sagen. Ihr könnt es natürlich auch gerne abmessen, wenn ihr es ganz genau haben wollt. Und dann werde ich da jetzt das mittige Loch mit meinem Bleistift nachzeichnen. So schaut es dann aus. Ich glaube, das ist schon ganz schön in der Mitte geworden. Und von dem Mittelpunkt aus setze ich jetzt meine Linien, wie es beim Roulette-Tisch eben so ist, wo die Nummern aufgeteilt sind. Ja, so schaut es dann eben aus. Also unser Roulette wird jetzt nicht so viele Zahlen haben, wie es im richtigen Roulette ist. Das wäre dann schon zu klein. Und das Roulette ist auch größer geworden als geplant, aber es ist einfach desto kleiner, desto schwieriger. Es muss einfach eine gewisse Größe haben, sonst kann man da nicht gescheit arbeiten.
Ja, und diese Felder, das dürfte ich jetzt ausgehen für Rot, für Schwarz, die bemale ich jetzt abwechselnd. Ja, ich habe jetzt beschlossen, bevor es jetzt innen an zu bemalen geht, werde ich diesen Karton mit einem Edding schwarz bemalen. Kurzfristig beschlossen. Schaut dann besser aus. Nachdem das geschafft ist, male ich jetzt eben meine Felder, Roulette-Felder mit Rot und Schwarz aus. So, das ist ja richtig schön geworden. Ich habe hier auch noch die Linien mit Gold nachgezeichnet. Ja, was wir jetzt noch brauchen, ist in der Mitte ein Loch und dann noch etwas, dass man das Roulette drehen kann. Da muss ich noch überlegen, was ich genau mache. So, meine Lieben, nach langer Überlegung habe ich das jetzt ganz einfach gelöst. Ich habe mit so einer Reißzwecke, das sollte jeder zu Hause haben, habe ich in die Mitte ein Loch gestochen. Das geht ganz gut. Das ist ein sehr fester Nagel. Dann habe ich eine kleine Schraube mit Mutter durchgesteckt, habe die Mutter festgezogen und voilà, dreht sich unser Roulette. Vielleicht findet man noch etwas, wo man die Roulette-Scheibe reinlegen kann, damit sich dann innen dreht. Ich weiß nicht, da habe ich jetzt nichts gefunden. Ja, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist unsere Roulette-Scheibe ganz schön geworden. Ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Kann der Opa Herbert schon sein Glück im Roulette versuchen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.